Hallöle zusammen, da bin ich mal wieder, euer Snake Oil Audio. Ja, ich glaube, das hier wird ein Video, das wird euch Spaß machen, denn ich rede jetzt diesmal nicht über so Hi-Fi allerlei und ne, mit einem im Sinn und was könnte man noch bedenken und tritratrolala, sondern endlich mal wieder ein konkreter Produkttest. Das wird da auch mal Zeit, ja. Das wollte ich über den Sommer vermeiden, weil ich gedacht habe, im Sommer ist niemand im Hi-Fi-Laden, spricht da möglichst nicht über Produkte. Und jetzt geht ja die Saison wieder los und jetzt kommen auch ein paar mehr Gerätetests und so weiter. Und ja, wie gesagt, heute geht's los, nämlich mit einem Lautsprecher. Ein Lautsprecher, auf den ich ja schon lange Bock hab und ich habe den halt gehört, ich habe das schon mal in dem einen oder anderen Video erzählt, ich habe den gehört auf unserem Tüdelfest. Der Ludger hat diesen Lautsprecher mitgebracht und zwar in einem, wie sage ich das jetzt, ohne dem Ludger auf die Zehen zu treten, in einem sehr eigenwilligen Design. Ich glaube, das ist neutraler, kann man es nicht sagen. Und zwar hatte er den gebaut fürs IKEA-Battle. Also beim IKEA-Battle geht es ja darum, in IKEA-Produkte, daraus aus IKEA-Produkten Hi-Fi-Produkte zu bauen. Das ist sozusagen die Idee bei dieser Challenge. Und er hat den Lautsprecher halt in ein IKEA-Regal reingebaut als Gehäuse. So. Und in dem Zustand habe ich den halt auf dem Tüdelfest gehört und war sofort begeistert von dem Lautsprecher. Und habe gedacht, wow, das ist wirklich klasse. Vor allen Dingen ist es halt nicht so ein, das ist nicht so das 0815-Zeugs, was man so ständig hört, sondern nee, das ist was Eigenständiges, das ist was Tolles. Und ich habe da spontan gesagt, den muss ich auch bauen. Das muss ich haben. Jetzt nicht als IKEA-Variante, sondern ne, schon im schönen Gehäuse und so weiter. Aber den möchte ich bauen. So, Ludger hat den natürlich mittlerweile auch in ein ordentliches Gehäuse gebaut und so weiter. Wie gesagt, das auf dem Tüdelfest war halt sozusagen noch frisch vom IKEA-Battle. Aber da hat man schon ganz klar gehört, das Ding kann wirklich was und das ist wirklich toll. So. Und die Begeisterung war erstmal da, weil der Lautsprecher technisch zwei Sachen gemacht hat, die ja nicht so ganz normal oder ganz gewöhnlich sind, sondern die relative Ausnahmeerscheinungen sind. Nämlich auf der einen Seite ist es ein Coax-Chassis. Da komme ich gleich nochmal zu. Also wenn jetzt der eine oder andere laut aufschreit und sagt, ja, puh, ist gar kein Coax, sprechen wir gleich noch drüber. Zum einen ist es ein Coax-Chassis, ich bleibe dabei, das so zu nennen. Und zum anderen ist es ein geschlossenes Gehäuse, was ja, das ist jetzt nicht die Welt neu erfinden, aber in der Praxis, wenn ihr in den Laden geht und nach geschlossenen Gehäusen sucht, also Lautsprecher mit geschlossenen Gehäusen, werdet ihr ja relativ selten fündig. Der Standard würde ich sagen, ich habe es nicht nachgemessen, aber ich mal aus dem Bauch raus vermutet, würde ich mal so sagen, locker 90%, wenn nicht mehr Marktanteil, haben Bassreflex-Lautsprecher, wo ja auch gar nichts gegen spricht, aber geschlossen ist halt einfach mal, ist was anderes. So, das hat mich direkt begeistert. Und dann habe ich Ludgers Lautsprecher so gehört und ich hatte unmittelbar den Eindruck, ich höre eine Spandor BC1, ja, den absoluten Studio-Monitor-Klassiker von Spandor. Ich höre eine BC1, nur das Ding ist präziser, das ist dynamischer, das ist räumlicher, aber von der tonalen Balance, die ganze Stimmung, der ganze erste Eindruck war, ich sitze vor einer BC1. Und ich bin ja auch ein riesen BC1-Fan. Für mich ist das ein Jahrhundert-Lautsprecher, ganz klar. So, und da habe ich das Gefühl, ich sitze vor einer BC1 in besser. Ja, das ist ja das, was mir bei Spandor selbst immer gefehlt hat. Eine BC1 in besser gibt es nicht. Es gibt dann irgendwie Nachfolger von einer BC1. Die sind dann total anders, aber die sind nicht besser.
Und das war so ein Sounderlebnis, wo ich gedacht habe, wow, das Ding ist echt toll. So, bitte jetzt mit der BC1. Nehmt das nicht wörtlich, weil ich habe ja jetzt keine BC1 direkt daneben gestellt und die im AB-Vergleich hin und her gehört. Sondern sozusagen akustische Erinnerung. Ja? Wie klingt eine BC1? Wie klingt so ein Standard-englischer Studio-Monitor aus den 70er, 80ern? Die haben ja eine gewisse Soundcharakteristik. So, und diese Soundcharakteristik hat dieser Lautsprecher auch direkt drauf gehabt. Wie gesagt, ne, um jetzt wirklich zu sagen, besser als eine BC1 müsste man sie nebeneinander stellen. Deswegen, das dürfte nicht auf die Goldwaage legen. Aber die Erinnerung war unmittelbar da. Das ist mir wichtig, das irgendwie zu transportieren. Wer eine BC1 gut findet, wird vom Ludger den Lautsprecher auch direkt gut finden. Ich glaube, da wird keiner sagen, irgendwie, ja, das spielt aber nicht. Na, eher im Gegenteil. So, dann ist aber ein spezieller Sound auch. Ne? Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, auch wenn da Studio-Monitor draufsteht, hat das nichts damit zu tun, ein neutraler Lautsprecher zu sein. Das ist das nicht. Ja, ganz klar. Das ist ein Sound. Das ist ein Soundeffekt, den das macht. Oder, ja, Soundeffekt klingt schon immer so ein bisschen böse, aber finde ich dann einen neutraleren Begriff. Das hat eine eigene Klangcharakteristik. So. Und die findet man entweder gut oder man findet die nicht gut. Wenn man die nicht gut findet, dann, ne, okay, so Pech gehabt. Aber die meisten, das ist ja so die Erfahrung, die meisten Leute finden es halt schon gut und deswegen ist die halt so ein Klassiker. Und wie gesagt, also ich höre halt die Box vom Ludger, Pointino nennt Ludger die. Ich höre die Pointino. Und denke, wow, das ist einfach BC1-Feeling, aber alles ist besser. Der Bass, gerade der Bass, da würde ich mal sagen, hat die BC1 ihre größten Probleme, weil da ist die schwammig hoch 10. Und die Pointino ist das krasse Gegenteil, die ist ultra kontrolliert im Bass und ultra durchhörbar, super sauber und. Und die Räumlichkeit von der BC1 ist halt auch mehr so. Ja, irgendwie macht die auch eine Bühne, aber ein Raumwunder ist das nicht. Also, wie bezeichnet Jürgen I am Matt das immer? Raumsucher oder so, keiner, Raumforscher. Ne? Also, ein Raumforscher macht eine BC1 nicht glücklich. Also, definitiv nicht. Und da ist die Point Source natürlich, die Pointino, natürlich aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Also, räumliche Darstellung, ja, Koax, ne, klar, das ist schon gut, das ist schon wirklich gut. So, wie gesagt, habe ich mir da halt irgendwie angehört und war halt schwer begeistert und habe gedacht, super, du stehst ja auf diesen englischen Sound. Bau dir die auch, bestell dir die, dann hast du zumindest mal in so einer Liga, hast du mal eine Referenz und vor allen Dingen, du hast was näher an dieser Hi-Fi-Welt dran ist, weil ich ja einfach auf viele Sachen stehe, die nichts mit Hi-Fi zu tun haben. Ich finde halt einen Monitor 1 zum Beispiel, das ist für mich nicht wirklich ein Hi-Fi-Lautsprecher. Das ist schon irgendwie was anderes. Also, das wird auch direkt klar, wenn man die hört und. Also das ist schon was anderes. Und ich sage jetzt mal auch sowas wie eine Petit, das hat halt mit Hi-Fi, hat das nichts zu tun, aber auch gar nichts. Oder wenn ich jetzt vom Kai, die finde ich ja auch gut, den Breitbänder, den Kaida gebaut hat mit dem Dayton-Chassis in dem Götz-Wilinzig-Gehäuse, das spielt auch wirklich gut. Das hat aber auch einmal so gar nichts mit Hi-Fi zu tun. So, und ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn man halt nur Geräte aus so einer Schiene zu Hause hat. Und dann klemme ich da, ich sage jetzt mal, einen Verstärker dran und dann erzähle ich über den Verstärker, aber dann habe ich ja gar nicht überprüft, wie funktioniert das denn an einem normalen Hi-Fi-Lautsprecher. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann so, ich finde, man muss es dann auch an den Sachen testen, die da so relevant sind und die man halt dann so, ne, ja. Und deswegen habe ich gedacht, komm, du hast Spaß an dem Ding und es ist einfach deutlich näher an einem normalen Hi-Fi-Produkt, was du in einem Hi-Fi-Laden so finden würdest. Und es ist wirklich richtig klasse gemacht und bau die.
bau die, das ist von den Kosten her extrem überschaubar. Und dann schau mal, ob du mit dem Ding glücklich wirst. So, jetzt kann ich natürlich meine Bauerfahrung zum Besten geben. Ja, das. Ihr wisst ja, wie es bei mir so generell ist mit Selbstbau. Ich bin echt da ein ziemlicher Chaot. Und Thorsten macht Selbstbau. Das geht nie ganz problemlos aus. Ne? Da sind immer so irgendwelche Tücken. Ich lasse da keine Gelegenheit ungenutzt, mich selber zu veräppeln. Und das war natürlich jetzt hier auch genauso. Also erstmal, für mich ist Lautsprecher-Selbstbau natürlich nicht das, was für ein, ich sag mal, für ein Olli-Selbstbau ist. Ne? Für ein Olli ist Lautsprecher-Selbstbau, ich habe hier eine Platte Holz und daraus mache ich jetzt was. Das ist für mich aber nicht Lautsprecher-Selbstbau. Also natürlich ist das, aber das ist kein Selbstbau, den ich so machen könnte. Für mich ist Selbstbau, ich bestelle mir ein fertiges Gehäuse. Und dann ist da so ein bisschen so Malen nach Zahlen oder ne, wie so ein Billigregal aufbauen. Ich schraube sozusagen drei Komponenten zusammen und dann habe ich einen Lautsprecher. Fertig, das ist für mich Selbstbau. Das Selbstbau funktioniert für mich nur in einem Rahmen, dass ich das ohne Säge auf meinem Wohnzimmertisch bewerkstelligen kann. Ja, wenn das nicht geht, dann will ich das nicht, dann steige ich da aus. So, also, wie gesagt, denkt wirklich von der Komplexität daran, ein Billigregal aufzubauen. Das ist schon komplizierter als das, was ich hier selbstbaumäßig mache. So. Aber nichtsdestotrotz, auch da gibt es ja genug Sachen, wo man reinfallen kann. Also ich kriege die Gehäuse und da sollten halt so Hirschmann-Anschlussklemmen rein. Diese klassischen Hirschmann-Laborklemmen. Die mag ich halt als Anschlussterminal sehr. Da kann man jetzt eine ganz lange High-End-Unterhaltung drüber führen, ob das jetzt die high-endigsten Anschlussklemmen sind, die man kriegen kann oder nicht. Habe ich jetzt keine Lust zu, diese Unterhaltung zu führen. Ich sage nur, ich habe meine Gründe, warum ich die gut finde. Egal. So, und ich hatte meinem Schreiner, dem Hermann, die Zeichnung geschickt von, die Original-Hirschmann-Zeichnung von den Hirschmann-Klemmen. Und entsprechend hat er die Löcher da reingebohrt. Nur stimmt die Zeichnung nicht. Ja, habe ich natürlich auch nicht so richtig mit gerechnet, dass die Zeichnung nicht stimmt. Das heißt, die Löcher waren alle einen Millimeter zu klein. Die Dinger gingen da nicht rein. So. Okay, da ist ja jetzt kein Weltuntergang, mal irgendwie ein Loch einen Millimeter größer zu bohren. Ja, nur habe ich halt den passenden Bohrer nicht. Okay, habe ich mir einen Satz Bohrer bestellt, wo ich dann genau die richtige Größe halt hatte. Okay, dann schraube ich das Ding in meinen Akkuschrauber rein. Akkuschrauber geht nicht, Akkus sind leer. Na gut, hast du ja auch lange genug nicht mehr benutzt. Muss halt einen Akku aufladen. Will den Akku aufladen, Ladegerät kaputt. Oh. Und das sind so typische Thorsten-Nummern. Also, wenn ich Selbstbau mache, ziehen sich genau solche Possen nacheinander durch. Das ist nie ein Weltuntergang, das ist nie was Großes, aber das ist immer so, okay, ja, musst du jetzt wieder bestellen, dann wartest du wieder irgendwie 5 Tage, bis er dann da ist und so weiter und so fort. Also bis ich so ein Ding dann mal zusammen habe, weil halt immer so irgendwie 10 winzige Kleinigkeiten irgendwie da sind, wo ich dann so denke, so, ah. Ja, und dann war, was waren dann noch? Oh ja, die Imbusschrauben vom Chassis, da hatte ich keinen passenden Imbusschlüssel, weil ich habe einen Torx-Schlüsselsatz und die ganze Box ist halt mit Torx-Schrauben irgendwie zusammengeschraubt. Nur halt das Chassis selber ist halt Imbus und den passenden, ich habe Imbusschlüssel, aber ich hatte nicht den passenden. Wieder irgendwie, ja, bestellen, warten und so. Das ist irgendwann, ne? Irgendwann schaffe ich das mal, das einfach nur ins Regal zu greifen, das passende Teil da zu haben und dann zu benutzen. Na, Gott sei Dank ist mir da nicht noch mein Lötkolben abgebrannt. Aber naja, wie gesagt, ich nehme solche Sachen aber auch mit Humor. Also ich lache dann über mich selber und das ist dann halt so. Als ich dann am Ende des Tages wirklich mal alles zusammen hatte und sie dann zusammengebaut habe,
Ich sag mal, ich habe für beide Lautsprecher zusammen vielleicht eine Stunde gebraucht. Ungefähr, so in der Kante. Also vielleicht jetzt anderthalb und vielleicht auch nur 55 Minuten. Ich habe nicht genau auf die Uhr, aber in so einer Größenordnung. Also da kriegt ihr auch schon eine Vorstellung, wie gesagt, was für mich Selbstbau ist. Selbstbau heißt für mich nicht, ich packe die Stichsäge aus. Das ist für mich nicht Selbstbau. Also ist für mich auch, aber das ist kein Selbstbau, den ich machen würde. Sondern wie gesagt, ne, schön sauber auf dem Wohnzimmertisch, tak, 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 dann eben zusammenschrauben, einmal Lötkolben anschmeißen, ein paar Kabel anlöten und go. Ne, so die Nummer. Und so, wie gesagt, zusammengebaut, gemacht, getan, alles klar. Das Schöne ist, dass man, also dieses Chassis, lass uns mal kurz über dieses Chassis reden, weil das wird ja ganz viele interessieren. Was ist das überhaupt für ein Chassis, über das ich das spreche? Also das ist ein ScanSpeak-Chassis, beziehungsweise beide Chassis sind ScanSpeak, der Hochtöner und der Tiefmitteltöner. Aber im ScanSpeak-Programm gibt es das so als Coax gar nicht. Das gibt es von einem, sag ich jetzt einem oder dem, ich weiß gar nicht genau, aber von einem ScanSpeak-Händler, ich weiß nicht, ob der auch Distributor in Deutschland ist, bin ich nicht ganz sicher, aber jedenfalls ScanSpeak-Händler. Die Firma heißt ASE, ne, ASE Acoustic Systems Engineering, ASE ScanSpeak.de ist die Webadresse. Und der Mensch, dem diese Firma gehört, Gerd Lommersum, ne, Diplom-Ingenieur Gerd Lommersum, der baut halt genau dieses Chassis so um und kombiniert diese beiden Chassis, dass daraus ein Coax-Chassis wird. Ja, also aus zwei, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Standard-ScanSpeak-Chassis macht er dann ein Coax-Chassis. So, super. Und nur der Vollständigkeit halber, so ein Chassis kostet 228 Euro das Stück. Ja, also das Coax-Chassis, ne? Also Hochtöner inklusive dem Tieftöner, also so gesehen beide, aber es ist ja dann ein Ding. Ich glaube, ihr versteht, was ich da meine. 228 Euro das Stück. So, und das Coole, darauf wollte ich ja gerade hinaus, das Coole ist, ich kriege von ASE, vom Lommersum auch die Weiche fertig. Ja, ich kann sagen, bitte, ne, einmal bestückte Weiche oder beziehungsweise zweimal bestückte Weiche. So, und dann kriege ich eine Platine, fertig aufgebaut, alles verlötet, da hängen sogar die Kabel schon dran. Ja, ich muss mir jetzt noch nicht mal irgendwie Gedanken machen, welche Innenverkabelung will ich denn jetzt da drin haben oder, sondern ich kann das einfach so, wie das ist, nehmen und da reinlöten. Ja, da ist einfach auf der Rückseite, hat er dann mit dem Edding draufgeschrieben, ne? Hier ist der Hochtöner und hier ist der Tieftöner und hier ist der Eingang. Für die jetzt die Weiche sozusagen nicht direkt entziffern können und wissen würden, wenn man auf die Weiche drauf guckt, ja, das muss ja zum Hochtöner gehen, das muss ja zum Tieftöner gehen und das kann ja nur der Eingang sein. Also selbst dafür ist es dann noch beschriftet, dass man sich da einfach auch absolut nicht vertun kann. Ja, also ja, man lötet sechs Kabel an oder ne, drei Stereo-Strippen sozusagen lötet man an. Und dann ist das ganze Thema Weichenbau vom Tisch. Hat man überhaupt nichts mit zu tun. Und auch die fertig aufgebaute Weiche, da ist der meines Erachtens vom Preis her extrem günstig. Also der nimmt für eine komplett fertige Weiche, also für eine, ne, für ein Stück jetzt, 50 Euro. Fertig aufgebaut. Ja, nicht nur die Bauteile, die da drauf sind mit der Platine, sondern einfach fertig zusammengelötet. Kommt die da so an. Das ist schon sehr fair. Also kann man nicht anders sagen. Bei dem Preis hätte ich auch gar keinen Bock, die selber zusammenzulöten. Auch das muss ich dann ernsthaft sagen. Ich habe gar keine Probleme damit, Weichen zusammenzulöten, aber das ist super. Also nehme ich genauso, wie das ist. Ich erwähne das nur, weil ich weiß halt, ganz viele von euch haben die meiste Angst beim Lautsprecherbau vor der Weiche und braucht da in dem Fall halt keine Angst vor haben, weil die ist fertig. Ne, so. Wie gesagt, drei Kabel anlöten, fertig werden. So, super.
Was ich bei der Pointino halt ein bisschen anders gemacht habe, ist, als der Ludger ist, ja, zum einen, ich sage es mal von der Gehäuseform. Ich mag diese Gehäuseform nach goldenem Schnitt. Ist ja die Monitor 1 ist ja goldener Schnitt, oder ne, ich weiß nicht, ob sie genau auf dem Punkt ist, aber zumindest nah dran. Auch die Petite ist ja weitestgehend goldener Schnitt und so weiter. Und das ist eine Gehäuseform, die ich mag. Und die hat auch sozusagen akustisch ein paar Vorteile. Ist aber natürlich nicht das, was sich in einem Raum möglichst klein macht. Also die wirkt schon als ein ziemlicher Brocken, weil die ist ja nicht so tief und dafür hat sie halt eine große Ausdehnung in die Breite und in die Höhe. Ne, und die Tiefe nehme ich ja nicht wirklich wahr, wenn ich auf der Couch sitze. Das heißt, das Ding wirkt wie ein relativ großer Brocken. Der Ludger hat die halt deutlich kompakter gebaut und auch der Bauvorschlag vom Lommersum ist eine deutlich kompaktere Bauweise dabei. Wie gesagt, ich mag das so und für mich ist einfach auch der technische Hintergrund, ich habe ein Problem damit, Lautsprecherchassis relativ eng in Seitenwände reinzupfercken. Weil ich den Eindruck habe, dass die halt, die werden topfig, meiner Meinung nach. Also einfach vom Sound her. Die kriegen so einen topfigen Charakter. Ich habe das schon mal ein paar Mal gesagt, so übertrieben gesprochen, klingt das für mich immer, als würde man in so einen Eimer reinsingen. Na, haltet euch einen Eimer vors Gesicht und singt da mal rein. Das hat so einen gewissen Sound, wie das zu euch zurückkommt. Und das ist kein Sound, den man schön findet. Und wenn man halt Lautsprecher relativ dicht, also Chassis relativ dicht einfärcht, kommt dieser Effekt zustande. Und vielleicht bin ich da ein bisschen übersensibel, das lasse ich mir auch gerne sagen. Vielleicht höre ich da auch ein bisschen das Gras wachsen. Der ist alles schön, ja. Also ich sage nicht, man muss das so bauen, wie ich das baue. Ich sage nur, ich bin darauf empfindlich. Ich höre das, bei vielen Lautsprechermodellen höre ich das. Ich höre das auch nicht bei allen. Also es gibt definitiv Lautsprecher, die sind ganz schlank und schmal gebaut und da sage ich, das spielt einwandfrei. Ich höre da nichts Negatives. Ja? Aber ich kenne auch eine ganze Reihe an Beispielen, die sind so gebaut, wo ich denke, boah, das klingt topfig bis zum absoluten geht nicht mehr. Fürchterlich. Und bei den Negativbeispielen sind auch ein paar richtig vermeintliche Ultra-High-End-Dinger dabei, die hoch gefeiert werden. Und da sitze ich davor und denke, ihr wollt mich doch verarschen. Das geht doch gar nicht. Also, wie klingt das denn? Da ist er wirklich komplett in den Eimer gesungen. Wie gesagt, das ist so ein Spleen von mir, den muss man nicht nachvollziehen können. Ich sage jetzt mal, die Ur-Pointino nenne ich die jetzt mal. Ich mache hier gerade so ein bisschen Anführungsstriche in die Luft. Also, die erste, die ich gehört habe vom Ludger, hatte die Seitenwände auch irgendwie mehr oder weniger direkt dran am Chassis und die war auch nicht topfig. Ja, also so. Für mich ist das einfach nur, weil ich so denke, dann habe ich auch das gute Gewissen, das so gemacht zu haben, dass ich mich hinterher nicht beschweren kann. Ne? Nach dem Motto, falls sie doch irgendwie diese oder jene Negativeigenschaft hat, weiß ich, es lag jetzt nicht an mir. Ja, nehmt das so, wie ich das. Das ist Spleenigkeit. Das ist meine persönliche Spleenigkeit. Ich bestehe nicht drauf, dass das so ist. Sein muss. Ja, wie gesagt, okay, also ne, aufgebaut, goldener Schnitt, das Gehäuse. Dadurch wirkt die relativ groß. Kann man auch irgendwie anders bauen, aber ich mag die so. Lautsprecherständer, genau, das ist ja noch so ein Thema. Ich habe halt so normal hohe Lautsprecherständer. Wie hoch sind die Dinger? 70 cm, weißt du, so Standardmaß? Ich glaube ja. Und ich bin aber relativ groß. Ich bin über 1,90 groß. Und meine Couch ist auch nicht so eine Couch, wo man so tief runter einsinkt, sondern ich sitze auch verhältnismäßig hoch auf der Couch. Das heißt, so bei allen normalen Lautsprechern, nicht auf meine normalen Lautsprecherständer.
stelle, da muss ich mich immer klein machen in der Couch. Und da bin ich dann die Ohren auch auf der Höhe vom Hochtöner habe. So, jetzt mit der Box auf den relativ hohen Ständern habe ich jetzt endlich mal die vernünftig auf Ohrhöhe, so dass das auch auf meine Größen und so weiter angepasst ist. Das ist natürlich ein schöner, positiver Nebeneffekt. Okay, so. Zum Klang. Wie spielt das Ding? Also, ich habe mich mit dem Gerd Lommersum eine Weile über die Weiche unterhalten. Ich habe ihm auch rübergeschickt, welche Weiche der Ludger da gebaut hat und so weiter, auch wie die sich misst und so weiter und so fort. Und wir haben das diskutiert, hin, her, vor, zurück. Wie soll es denn sein? Und was ich am Gerd Lommersum echt geil finde, ist, der Typ ist das Gegenteil von so einem Voodoo-Mann. Also wirklich das krasse Gegenteil. Der ist halt Diplom-Ingenieur. So. Und die ticken ja dann oft irgendwie ein bisschen anders. Und er sagt halt, pass auf, Thorsten, das wollen wir uns über ein dB unterhalten. Also ein dB rauf oder ein dB runter. Ich meine, das macht ja jetzt ernsthaft nicht einen Lautsprecher besser oder schlechter. Und da bin ich bei ihm. Das sehe ich tatsächlich auch ganz genauso. Ein dB rauf oder runter, ja, wenn man sich alleine überlegt, wie sehr ein Raum, wo man den Lautsprecher reinstellt, wie sehr der schon den Frequenzgang verbiegt, da brauchen wir über ein dB mehr oder weniger von einer Frequenzweiche in Form von Qualität uns nicht mehr unterhalten. Ja, in Form von Geschmack können wir uns drüber unterhalten, das ist was anderes. Aber in Form von Qualität wird es da irgendwie grenzwertig. So, und ich habe ihm auch beschrieben, so vom Ludger, die Weiche gefällt mir sehr, sehr gut, aber die hat einen klaren englischen Einschlag. Definitiv. So, und hat er halt gesagt, pass auf, wenn du die so haben willst, dann baue ich dir die so, das ist kein Problem. Aber ich habe ja eine Weiche für den Lautsprecher entwickelt, so wie ich mir das gedacht habe. Und eigentlich würde ich dir die gerne geben. Und so, ich finde das ist total legitim, von einem Entwickler das erstmal so zu nehmen, wie der Entwickler sich das denkt. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich finde, wenn ich da gesagt hätte, nee, will ich aber nicht, ich will aber genau die Weiche, das ist so wie in der Sterneküche irgendwie Maggi in die Suppe zu machen, bevor ich die überhaupt einmal probiert habe. Ich finde, das gehört sich nicht. Ich finde, da muss man einfach auch sagen, pass auf, du bist Entwickler, du weißt, was du da tust, du hast auch eine klare Vorstellung und ich nehme das erstmal genau so, wie du das gebaut hast. Und ob ich das hinterher dann absolut super finde oder nicht, wird sich dann rausstellen. Aber zunächst mal nehme ich das so, wie du das entwickelt hast. So. Ich finde, das ist so ein Fairness-Ding. Oder, Fairness. Ich finde, wenn man nicht ignorant ist, sollte man dann irgendwie erstmal so tun. Ich finde, alles andere ist einfach so ein bisschen ignorant. So, wie auch immer. Aber, ne, ich hatte halt die vom Ludger sozusagen im Ohr. Und jetzt kommt die Weiche vom Gerd an. So, und dann habe ich die da reingesteckt und das Ding irgendwie einspielen lassen. Und naja, es sind Hi-Fi-Chassis, ne? Die müssen jetzt nicht so ewig einspielen wie irgendwelche Hörner oder PA-Chassis. Die haben ja dann ganz andere Einspielzeiten. Aber ich sag mal, auch so ein Scant-Speak-Chassis, ein paar Stunden braucht das auch. Also der Hochtöner, so die ersten 2 Stunden ist der unerträglich. Also da würde ich euch empfehlen. Die ersten Stunden würde ich mir die echt nicht anhören. Also dreht die schön irgendwie, ne, Gesicht zu Gesicht, verpolt einen Lautsprecher und lass die erstmal ein paar Stunden irgendwie plärren. Damit so die erste Aggressivität da mal so ein bisschen irgendwie rausgeschliffen wird. Aber wie gesagt, es sind keine PA-Chassis oder so, es sind Hi-Fi-Chassis. Das heißt, einspielen geht da schon sehr, sehr schnell. Also die brauchen nicht irgendwie 200 Stunden, eher nicht. So, alles klar. Und dann habe ich mir den Lautsprecher halt angehört. Und was einfach klar ist, die Weiche vom Gerd Lommersum ist definitiv die neutralere Weiche. Also da beißt die Maus auch überhaupt keinen Faden ab. Wer Wert darauf legt, dass ein Lautsprecher richtig klingt,
ist also richtig in Form von technisch richtig. Ja? Subjektiv richtig ist ja dann was anderes. Da hat ja jeder seine eigene Vorstellung. Aber technisch richtiger ist die Weiche von Gerd ganz 100%. Finde ich die immer noch so geil wie die vom Ludger, weil ich habe jetzt die ganze Zeit über BC1-Sound, ne, und englischer Sound und na gesprochen. Und klingt die Pointino mit der Gerd Lommersohn-Weiche englisch? Nein, tut sie nicht. Einfach kein bisschen. Also einfach, schlicht und ergreifend, an englischen Sound denkt man da überhaupt nicht. Die klingt wirklich, wenn man dieses Wort neutral sozusagen bemühen möchte, weil ich eh immer äußerst schwierig finde, aber dann würde sie dem sehr, sehr nahe kommen. Es ist ein balancierter Lautsprecher, der einfach nirgendwo irgendwie besonders einbricht, besonders auffällig ist oder. So. Das ist jetzt natürlich nicht hundertprozentig das, was ich haben wollte. Ne? Weil ich war ja wirklich auf der Suche nach diesem englischen Sound. Trotzdem, da muss man ganz klar sagen, der Lautsprecher spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Der spielt nicht so, dass ich jetzt davor sitze und denke, ja, klingt nicht englisch. Und jetzt sitze ich hier mit schmerzverzerrtem Gesicht und denke, das ist ja alles irgendwie überhaupt, nee, kein bisschen. Wirklich solider Lautsprecher. Für meinen Geschmack hat er zu wenig Charakter. Das ist aber mein Geschmack. Ja, wenn wir in Form von, das soll richtig klingen, ich möchte ja nur das wiedergeben, was auf der Schallplatte ist, na. Ja, wie das ja ganz viele Hersteller so sagen. Dann ist man mit der Weiche genau richtig aufgestellt, die er da dazu liefert. Geschmack ist aber was anderes. So, aber wie gesagt, das Ding spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das macht einen sehr klaren, schrömmelsfreien Mitteltonbereich, der wirklich super ist. Der klingt nicht englisch, aber trotzdem astreiner Mitteltonbereich. Also der Mitteltonbereich ist meines Erachtens deutlich besser als das, was man erwarten würde, wenn man ein 20 cm Chassis, das Ding ist eher echt groß, ein 20 cm Chassis mit einer Kalotte kombiniert. Da würde man erwarten, das macht im Mitteltonbereich eine ordentliche Senke da rein. Tut es nicht. Tut es nicht. Das Ding spielt sehr gerade, einfach durch. Und auch, ich meine, sehr gerade ist keine große Challenge, wenn man dann irgendwie so einmal alle Resonanzen irgendwie mitten mit im Klangbild hat und denkt, das ist zwar linear, aber wäre es mal besser nicht. Nee. Also das spielt gerade durch und das spielt auch ohne Sauereien gerade durch. Wirklich, Mitteltonbereich ist echt super. Richtig, richtig gut. Ich habe viel Stimmenkram irgendwie drauf gehört, Frauen, also ich würde sagen, die absolute Stärke, Paradedisziplin von dem Lautsprecher, wenn ich den vorführen müsste, wären Frauenstimmen. Und auch durch die Bank. Also das ist, ja, ob jetzt irgendwie so nervige Ricky Lee Jones oder irgendwie irgendwelche soften Geschichten, Lady Gaga, was auch immer. Frauenstimmen ist richtig großes Tennis auf dem Lautsprecher, muss man ganz klar sagen. Klavier, boah, Klavier ist richtig zum Niederknien. Klavier klingt richtig gut auf dem Ding. Nicht nur jetzt tonal, sondern einfach auch von der Größe und wie das in den Raum reinstellt. Ach ja, Koax, ist geil. Also definitiv echt gut. Auch irgendwie Rock-Pop-Kram kann die echt gut. Komme ich gleich auch nochmal im Speziellen drauf, weil speziell Metal habe ich irgendwie so ein Aha-Erlebnis auch gehabt. Weil ich bin eigentlich gar kein Metal-Hörer, deswegen. also wirklich toller Lautsprecher, spielt von A bis Z total gut. Was mir einfach fehlt, ist diese schöne Einfärbung, wie Ludgers Lautsprecher das hat. So, und hier
Und ich sage es mal, ein zweites kleines Ding, aber legt das nicht zu sehr auf die Goldwaage. Ich rede jetzt gerade über so Fliegenfurz-Details. Ja? Wo würde man nochmal ansetzen, wenn man da nochmal ansetzen will? Ich persönlich finde den Hochtöner ein Ticken zu laut. Ich finde, ein Lautsprecher, das ist aber auch mein Hörgeschmack. Ein Lautsprecher darf zum Hochtonbereich hin gerne einen Ticken abfallen. Weil ich finde, der wird dann einfach, der wird angenehmer zu hören, der wird einfach langzeittauglicher. Der wird einfach so ein bisschen charmanter, ein bisschen schmeichelnder fürs Ohr. Und in dem Fall geht der Hochtöner relativ gerade durch. Und wie gesagt, wir reden hier jetzt nicht auf einem Niveau von, ja, der Hochtöner nervt mich irgendwie an oder der schreit da vor sich hin. Das wäre alles maßlos übertrieben. Also so ist das kein bisschen, sondern ab und zu bei einigen Aufnahmen ist der mir ein Ticken zu heftig. Da würde ich ihn gerne nochmal so 1-2 dB oben rum ein bisschen abknabbern davon und dann ist aber auch schön. So, eine Geschmackssache, das kann der Nächste total anders sehen und sagen, ne, das könnte im Hochtonbereich gerne 6 dB lauter sein, ne, damit das irgendwie klingt wie, ne, weiß der Geier, ne? So, das muss irgendwie jeder für sich selber wissen. Aber ich rede über meinen Geschmack. Für mich dürfte das im Hochtonbereich gerne nochmal ein dB oder 2 weniger sein. Mehr auch nicht. Also wir reden hier wirklich nur von so einem ganz leichten Fliegenfurz. Und so im Mitteltonbereich würde ich mir halt so eine typische englische Senke, würde ich mir da wünschen. So. Trotzdem, das Ding spielt über alles total gut. Das Schöne ist, und jetzt sind wir halt wieder genau in dem Fahrwasser, wo ich schon in vor vielen Monaten in einigen Videos drüber gesprochen habe. Wäre das ein fertiger Lautsprecher, müsste ich ihn jetzt zurück in den Laden bringen und sagen, ja, nee, vielleicht nicht 100%, lass uns nochmal gucken, ob wir nicht nochmal was finden, was noch ein bisschen mehr Punktlandung ist. Aber das ist ja kein fertiger Lautsprecher, sondern das ist ja Selbstbau. Das heißt, es tut ja überhaupt nicht weh, jetzt hinzugehen und zu sagen, naja, dann ändere ich einfach mal 1-2 Werte auf der Frequenzweiche und gut ist. Ja, es gibt ja jetzt nicht den Punkt sozusagen zu sagen, ich will den Lautsprecher im Wert erhalten. Da wäre bei so einem fertigen Ding, würde man ja sagen, naja, wenn ich jetzt anfange auf der Frequenzweiche rumzudoktern, da rumzulöten, dann ist der nicht mehr original. Und wenn ich den dann irgendwann wieder verkaufen will, dann ist so ein bisschen Holland in Not. Ne, weil dann muss ich sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie leider die Frequenzweiche verbastelt. Ich finde, das besser spielt, aber da musst du mir jetzt im Zweifel glauben, weil beweisen kann ich dir das ja nicht mehr. Ja, und ich finde, da ist man einfach im Selbstbau einfach in einer ganz anderen Schiene unterwegs, von Haus aus. Ne, weil einfach klar ist, grundsätzlich ist der Lautsprecher richtig, grundsätzlich ist der Lautsprecher genauso, wie ich den mag, ist der toll, der hat ganz viele Eigenschaften, die ich super finde. Aber ich habe jetzt noch so hier und da so ein paar Mikrodetails, die hätte ich gerne auf meinen Geschmack angepasst. Das sind jetzt keine großen Durchbrüche. Das ist jetzt nicht irgendwie schwarz und weiß, sondern das ist einfach nur so, das ist so ein Hauch hier, ein Hauch da. Und dann wäre er perfekt. Und ich finde, das genau bietet sich einfach bei Selbstbau an, genau das einfach zu tun. Und daraus seinen individuellen Lautsprecher zu machen. Ich finde, genau das ist für mich einfach ein ganz großer Kicker. Neben dem offensichtlichen, unglaublichen preislichen Vorteil. Das ist ja, das kann man ja bei Selbstbau irgendwie generell irgendwie immer sagen. Aber das genau anzupassen, genau das zu kriegen, was man am Ende des Tages haben möchte, das finde ich ein wichtiges Ding. So, ich werde mir da ein bisschen Zeit nehmen, weil ich, also darf, bevor ich anfange, die Weiche zu ändern, möchte ich den wirklich mal 200 Stunden plus spielen haben. Ne, damit einfach klar ist, da findet jetzt keine Veränderung mehr in den Chassis statt. Die sind wirklich, die sind jetzt sozusagen fertig.
ich habe jetzt das Gefühl schon, ja, da kommt nichts mehr so groß an Veränderungen. Die sind jetzt eingespielt. Aber wie gesagt, ich möchte dem einfach noch ein bisschen Zeit geben, die ein bisschen laufen lassen. Und dann werde ich mich mit Sicherheit mit dem Ludger noch mal kurz schließen. Dann werden wir mit Sicherheit im Forum noch mal den einen oder anderen Satz zu schreiben. Und dann werde ich mit Sicherheit auch noch mal was über Hörerfahrungen schreiben. Und mit Sicherheit werden Ludger und ich auch seine und meine Pointino mal nebeneinander stellen und uns Gehäuseunterschiede anhören, Weichenunterschiede anhören und so weiter. Wird also alles definitiv noch passieren. Und wenn wir da irgendwelche guten Ergebnisse haben, werde ich die mit euch teilen oder werden wir beide die mit euch teilen, weil Ludger hat den Thread ja im Forum gestartet und so. Also wen das interessiert, wen dieses Projekt interessiert, wer so einen Lautsprecher für sich sozusagen in Betracht zieht, dem sei ans Herz gelegt, registriert euch im Forum und kann definitiv nicht schaden, da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Wir machen aber nicht so eine Monitor 1 Nummer draus, dass da irgendwie jedes allerkleinste Detail irgendwie durchgehend dokumentiert wird und. Das wird so nicht sein, sondern das sind nur so Bauvorschläge und nochmal Anmerkungen und Tuning und so weiter. So, generell. Lass uns noch mal ein bisschen generell über den Sound sprechen. Also, Punktschallquelle bzw. Koax. Habe ich am Anfang schon gesagt. So, Koax, da sind ja einige der Meinung, ja, das ist kein wirklicher Koax. Und da habe ich natürlich auch den Gerd Lommer so mit konfrontiert. Und habe gehört zu, es gibt Leute, die sagen, naja, aber ein wirklicher Koax ist das ja nicht. Nimm mal Stellung dazu. Sag mal was dazu. Und dann sagt der Gerd, ja, wenn man das ganz genau nimmt, so ganz, ganz genau, dann haben die recht. Weil diesen kleinen Hornvorsatz, beziehungsweise Waveguide, den ich da vor dem Hochtöner habe, der ist nicht ganz symmetrisch. Das Ding ist nicht kreisrund, sondern der ist leicht oval. Muss der auch sein, weil sonst gibt es da üble Interferenzen und da wird der Frequenzgang extrem scheckig, wenn man das nicht tut. Aber eigentlich müsste es bei einem Koax-Chassis exakt kreisrund sein. Eigentlich müsste es in alle Richtungen gleich abstrahlen. Das tut das nicht. Also ja, wenn man jetzt richtig pingeliger als pingelig ist, dann ist das wahr. Aber wie weit außerhalb der Mitte möchte ich denn sitzen, dass der Effekt zum Tragen kommt? Ja, muss man sich ja dann auch mal irgendwie fragen. In dem Bereich, wo man normalerweise vor einem Lautsprecher sitzt, spielt das nicht wirklich eine Rolle. Der verhält sich schon wie ein Koax. Das andere Ding beim Koax ist natürlich ja, wo ist der Treiber positioniert? Ich meine, man sieht es, der Hochtöner sitzt natürlich vor der Schwingspule des Tieftöners. Ja, es geht nicht darum, sozusagen, wo sind die Membranen? Die Membranen interessiert niemand, sondern wo sind die Schwingspulen? Die Schwingspulen müssten alle auf einer Ebene sein. So, jetzt überlegt mal, wie viele sogenannte Koax-Lautsprecher haben denn die Schwingspule von Hochtöner und Tieftöner auf einer Ebene? Dann ist Tannoy auch kein Koax-Chassis. Ja, dann ist auch so eine alte Altec ist dann kein Koax-Chassis. Ja, dann ist aber auch plötzlich eine Geithain kein Koax-Chassis. Ja, also ich sag mal so, man kann da pingeliger sein als der Papst, ist kein Problem. Das ist für die Erbsenzähler ist das dann auch genau richtig. Aber mal ganz ernsthaft, da bleiben von den Lautsprechern, die wir noch Koax nennen können, bleiben da nicht mehr allzu viele über. Dann gibt es nur noch 3 Koax-Lautsprecher auf der Welt. Ja, also, ja, ne, also sollte sich jeder irgendwie selber so seine Gedanken drum machen, ob man das so gelten lassen kann oder nicht. Ich für mich ist das ein Koax-Chassis, deswegen werde ich das auch weiter Koax-Chassis nennen, weil man genau solche Konstruktionen landläufig halt so nennt. Und jetzt da irgendwie klug zu scheißen und als Sprachpolizei die Sprache neu zu erfinden, führt meines Erachtens nur zu Verwirrung, dass dann überhaupt gar keiner mehr weiß, wo der andere drüber spricht. Deswegen, ich werde das weiter Koax-Chassis nennen, aber wie gesagt, Gerd Lommersum räumt ein. Nein, wenn du das richtig ganz stringent durchgehst, dann würde es ganz knallhart nicht
der Definition entsprechen. Ja, wenn du davor sitzt und hörst, kannst du dann ja überlegen, ob das sozusagen die Coax-Features irgendwie mitbringt, die man von Coax halt so mag, oder halt nicht. So, und das ist genau der springende Punkt. Meines Erachtens bringt es halt alle Coax-Features wirklich mit. Und die begeistern mich sehr. Sehr, sehr, sehr. Was ich an Coax wirklich mega finde, ist nicht diese unvergleichliche Räumlichkeit, wovon ja viele sprechen, weil ich finde, die machen gar keine unvergleichbare Räumlichkeit. Ich finde, Coax-Chassis machen eigentlich durch die Bank, die machen alle eine gute Räumlichkeit. Ja, schlecht sind die alle nicht. Aber dass ich jetzt sage, boah, das ist so sensationell von einem ganz anderen Planeten, nö. Da habe ich schon andere Dinger gehört, wo ich denke, boah, die können das aber noch ein bisschen besser. Das ist in der höchsten Kategorie, ist das schon. Das ist schon wirklich, wirklich gut von der räumlichen Abbildung. Aber man könnte das noch steigern. Ja, das will ich damit sagen. Der wirkliche Witz für mich an einem Coax-Chassis ist, ich bin in meiner Hörposition nicht so schraubzwingenmäßig eingeschränkt. Das finde ich einfach total super. Mir geht das unglaublich auf den Keks, wenn man so Lautsprecher hat, wo ich an einem Ort sein kann. Und dann bewege ich den Kopf 20 cm vor, 20 cm zurück, 10 cm links, 10 cm rechts. Und das klingt alles anders. Da kriege ich eine Krätze. Das kann ich überhaupt nicht haben. Und das macht so ein Coax einfach kein bisschen. Ich kann mich, ob ich auf der Couch gerade davor sitze oder ob ich mich auf der Couch lang hinlege. Und dann, wenn ich mich lang hinlege, könnt ihr euch vorstellen, dann ist mein Ohr, keine Ahnung, 50 Zentimeter unterm Hochtöner, nicht mehr auf Achse. Ja, dann bin ich sozusagen auch aus dem Center einen Meter raus. Und das Ding macht immer noch eine astreine Bühnenabbildung. Das finde ich halt einfach geil. Ich höre dann immer noch nicht nur einen Lautsprecher, sondern ich höre immer noch beide Lautsprecher, beziehungsweise ich höre beide Lautsprecher nach wie vor nicht. Und ich habe immer noch eine Bühne vor mir. Natürlich ist das ganze Bühnenbild dann ein bisschen in die Richtung geschiftet. Das ist klar. Ja, das wäre ja sozusagen im Konzert, wenn ich drei Stühle nach links wandere, ja auch. Aber das spielt immer noch räumlich, das spielt immer noch natürlich und. Ich habe einfach nicht diese angestrengte Hörposition. Das ist einfach egal. Was mich auch zu dem Punkt bringt, wofür ich den Lautsprecher nämlich auch klasse finde, nämlich Heimkino. Weil das ist doch eigentlich genau das, was man zum Fernsehgucken für Heimkino haben will. Wenn man halt eben nicht alleine auf der Couch sitzt, sondern vielleicht zu zweit oder zu dritt auf der Couch sitzt. Mit dem Lautsprecher funktioniert das. Da können auch drei Leute nebeneinander sitzen und da brauche ich immer noch keinen Center Speaker. Dann tun die beiden Lautsprecher einfach so, machen es, was man haben will. Also das macht mir wirklich große Freude, muss ich ganz ehrlich sagen, spitzenmäßig. Für mich ist das so ein bisschen das Gegenstück, wie bei, ich sag mal, bei den Kopfhörern, habe ich ja letztes Mal so drüber gesprochen, wenn Leute so über den Tragekomfort von Kopfhörern sprechen, dass sie ja auch irgendwie schön am Kopf sitzen müssen und so weiter und so fort. Ich bin jetzt nicht Kopfhöreraffin, aber ja, für mich ist das Gegenstück zu Tragekomfort bei einem Kopfhörer, dass ich einfach vor einem Lautsprecher eine gewisse Flexibilität habe. Ich muss nicht festgenagelt an einer Position hocken. So, und das, finde ich, ist halt tatsächlich so ein Coax-Feature. Das finde ich schon echt gut. Muss ich schon sagen, da habe ich irgendwie großen Spaß dran. So, das andere Ding, und jetzt kommen wir nämlich gleich auch zu Heavy Metal. Das andere Ding, da habe ich auch schon im einen oder anderen Video drüber gesprochen. Ich meine, der unschlagbare Vorteil an geschlossenen Lautsprechern ist nun mal einfach das Timing, was sie haben. Das Timing, das Bass-Timing ist einfach auf einem anderen Niveau als bei Bassreflex. Schlicht und ergreifend beißt die Maus keinen Faden ab. Jetzt ist es ja so, dass man sich in Fehler
auch hineinhört und dass man denkt, irgendwie ein Fehler ist irgendwie normal. Das gehört irgendwie dazu. So ist es dann halt. Ich bin ja bekennender Bassreflex-Fan. Ganz klar. Ich finde Bassreflex super und ich möchte auch weiter mit Bassreflex hören und. Aber schon bei den ersten Tönen, die aus der Pointino rauskamen, war einfach direkt klar, ja, das Timing im Bass ist einfach was echt anderes. Ja, also in dem Moment, wo der Fehler, an den man sich gewöhnt hat, wenn der Fehler plötzlich einfach nicht mehr da ist, der verschwindet einfach, dann macht er direkt so, uff, ja, okay. Das ist was anderes, da muss ich zugeben. Kennt ihr diesen Effekt? Ich hatte das auch damals bei Wilson, habe ich auch bei Wilson so drüber gesprochen in meinem Wilson-Video. Man ist halt gewohnt, ein Gehäuse von einem Lautsprecher schwingt halt irgendwie mit und das emittiert halt auch so ein bisschen Sound irgendwie in die Gegend und so ist es halt und irgendwann nimmt man diesen Fehler nicht mehr wahr. Und dann setzt man sich vorne Wilson und die macht das nicht. Das ist einfach ein Fehler, der ist einfach nicht da, der ist einfach verschwunden. Und dann sitzt man davor und denkt, warte mal, was? was? So, und genau das habe ich mit der Pointino halt auch. Wenn ich mir den Bass da anhöre, denke ich so, ja, geil. Das ist irgendwie Timing, so wie das sein muss. Und ich habe ja in meinem Video, wo ich darüber gesprochen habe, habe ich ja Reggae als Beispiel genommen. Und natürlich ist das bei Reggae auch so. Was mir aber nicht aufgefallen ist, dass das bei Heavy Metal auch so ist. Ja, ich höre ab und zu mal so ein bisschen Heavy, aber wirklich wenig, wirklich, wirklich wenig und ja, ist nicht hundertprozentig mein Genre. Ich finde ab und zu mal in kleinen Dosen ganz gut, aber nicht grundsätzlich. Und jetzt, wenn ich jetzt natürlich so einen Lautsprecher teste, dann will ich natürlich auch Heavy Metal drauf hören, weil das ist eine relativ große Zielgruppe. Viele von euch finden Heavy irgendwie gut und hören das regelmäßig und so weiter. Ich bin jetzt nicht der perfekte Mensch, um Heavy Metal in seiner Abbildung perfekt beurteilen zu können, aber ich möchte zumindest darauf gehört haben, um zu wissen, ja, das ist kein Komplettaussetzer, das funktioniert schon. So, und das ist mir halt wirklich aufgefallen, wie wichtig dieses Bass-Timing auch bei Heavy Metal ist. Einfach, weil es ist Heavy Metal jetzt nicht unbedingt das Rhythmischste, was es so gibt. Wie gesagt, das wird dann ja eher irgendwie, der Titel wird dann ja eher an ein Reggae gehen. Aber was bei Heavy Metal halt einfach der Fall ist, ist, dass da auf ganz vielen Tracks einfach ein unglaubliches, so diese ultraschnellen Double-Bass-Geschichten. Ne, so Staccato-Maschinengewehr-mäßig im Bass da irgendwie abpfeffert. Und das macht die aber auf einem Niveau, wo ich gedacht habe, ah, Hossa, ja, da, so macht mir Heavy Metal dann auch nochmal eine ganze Nummer mehr Spaß. Ja, wenn auch dieses Timing einfach mal stimmt, wenn das Timing einfach korrekt ist und da nicht irgendwas aus dem Takt irgendwie rumbollert, sondern wenn das einfach auf dem Punkt ist. Echt cool. Wirklich, wirklich cool. Großer Spaß. Ich sag mal, ein kleiner Wehmutstropfen ist für mich, wie viel Bass macht die? Als ich die auf dem Tüdelfest gehört habe, war halt so der erste Eindruck, boah, der Bass ist aber total geil, der da rauskommt. Also jetzt nicht nur vom Timing her ganz toll, wie gesagt, das ist für mich irgendwie, ne, klar, aber halt auch, wie voluminös und wie viel Druck der hat. Ja, das muss ich ein bisschen revidieren. Ich habe eine ganze Menge Scheiben, wo halt wirklich Bass drauf ist. Und dann ballert die mich aber auch echt aus der Couch. Ich habe viel so Filmmusik-Geschichten gehört, wo ja standardmäßig relativ tiefer, fetter Bass irgendwie drauf zuhaut. Aber auch so Pop-Geschichten, so Beyoncé und sowas, die haben ja auch so einen richtig fundigen Bass drauf und selbst ein paar Sachen von Michael Jackson und. Wenn da ein richtiger Bass drauf ist, dann schiebt die echt los.
Und auch mit einem Druck, der meinen Raum hier komplett an Anschlag bringt. Also noch ein Ticken mehr, dann fängt er an zu dröhnen und zu wummern. Es ist knapp drunter, aber man merkt einfach so, der Raum ist jetzt auch gesättigt. Also mehr kann er dann auch nicht. So, und da sitze ich auch davor, Kinnlade klappt mir runter, was ein geiler Bass, ultra kontrolliert, ultra durchhörbar, richtig schön tief, richtig Druck, astrein, mega. So, und dann lege ich was ganz Normales an Musik auf. Irgend so ein normales Jazz-Gedudel. Charlie Bird oder Sonny Rollins, so ein Kram. Und da habe ich einfach das Gefühl, die ist mir zu schlank im Bass. Tja, was soll ich dazu sagen? Da ist so, So, Ludger sagt, ja, ich habe einen Subwoofer. Ja, gut, okay, das ist eine einfache Lösung. Also ich sage mal so, ich bin ja kein Subwoofer-Fan. Ich habe aber auch nichts gegen Subwoofer. Wenn ein Subwoofer gut gemacht ist, dann sage ich, ja klar, warum nicht? Das wäre ein Lautsprecher, wo ich sagen würde, einen Subwoofer dazuzustellen, ist kein Fehler. Damit macht man ihn sicherlich nicht schlechter. Ich finde, wenn man einen Subwoofer dazu hat, oder sagen wir so, ich würde es so machen, würde ich einen Subwoofer dazu bauen wollen, vielleicht will ich das ja tatsächlich irgendwann mal, würde ich allerdings auch einen geschlossenen Subwoofer dann bauen. Mit der entsprechenden Größe, die er dann halt hat. Weil da sind ja schon 220er drin. Ja, also das sollte dann schon mindestens ein 30er oder wenn nicht gar ein 38er sein. Und ich würde halt definitiv den auch im geschlossenen Gehäuse bauen. Um mir das nicht wieder zu ruinieren, was der Lautsprecher fantastisch macht. Nämlich, wie gesagt, Bass-Timing, Killer, Killer, Killer. Echt gut. Richtig, richtig mega. Ich finde, wie Ludger das macht, ich stelle einen Subwoofer dazu, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Es ist nicht, es geht mir nicht auf den Senkel. Ja? Es ist nicht, dass ich denke, ja, da fehlt der Bass irgendwie komplett. Das spielt nur Mittel-Hochtonbereich und untenrum ist gar nichts und dadurch ist das irgendwie ein bisschen kreischig oder nervig. Oder nein, das ist alles nicht der Fall. Das Ding spielt schon insgesamt schon sehr, sehr gebalanced. Aber es spielt extrem Mittelton fokussiert. Ich würde mir einfach bei normalem Programm würde ich mir gerne ein bisschen mehr Geboller untenrum wünschen. Ja, das ist halt, wie meine Mutter immer so schön sagt, ne, willst du einen Sänger oder willst du einen Tänzer? Ja, irgendwo muss man sich dann entscheiden. Das ist immer ein Abwägen von Kompromissen. Das ist, ne, ist schwierig. Wie gesagt, sie versöhnt halt sofort, wenn man sagt, so, ich möchte jetzt meinem Bass-Fetisch irgendwie nachgehen, ja, einfach mal ein paar Dinge auflegen, wo richtig Bass drauf ist. Dann, holla die Waldfee, ja, das ist dann echt kein Kind von Traurigkeit, mal so gar nicht. Ne, aber wenn halt eine Aufnahme da ist, wo ich sage, es mal ein Akustik-Bass irgendwie drauf ist, der halt 3 Meter im Hintergrund steht und eben halt nicht mit plus 6 dB irgendwie da ausgesteuert worden ist, dann ist der halt auch schlank. Ja, der ist wunderbar sauber durchhörbar und. Aber der ist dann nicht vordergründig. Ja, ist er halt auch nicht. Ist er halt einfach auch nicht. Mir macht das Ding großen Spaß. Schöner Speaker. Ich mache jetzt nochmal, ich teaser schon mal so ein bisschen das nächste Video an, weil auch das ist inhaltlich sozusagen schon klar, worum es da geht. Nämlich die Frage wird ja auch wahrscheinlich von euch aufkommen, mit welchen Verstärkern betreibt man das? Also von der Lautstärke her, das ist kein totaler Leisesprecher. Ist jetzt auch kein Effektivitätswunder, aber so richtig leise ist der auch nicht. Aber so mit Röhrenverstärkern, nee. Nee, eher nicht. Also ich habe natürlich wie immer da meine kleine 3-Watt-Röhre da dran gehabt.
ja, da kommt ein Ton raus und so, das spielt auch im Mitteldombereich irgendwie schön, aber da fehlt es dann doch. Also da mein 3-Watt-Apparat schnupft der einfach auf. Also das reicht einfach vorne und hinten nicht. Ich finde generell, es ist kein Lautsprecher für Röhrenverstärker. Wenn da jetzt einer irgendwie eine KT88 Pushpull hat, die da mit 75 Watt reintritt, das wird vermutlich auch gehen. Aber aber das, was ich so als Röhrenverstärker irgendwie schön finde, so Eintaktgedudel mit wenig Leistung, also dafür ist das definitiv nicht der richtige Lautsprecher. Der will schon ein bisschen Kontrolle von verstärkerseitig haben. Und ich habe einen sehr schönen Verstärker gefunden, der damit hervorragend harmoniert. Und ich könnte mir vorstellen, das wird auch den einen oder anderen von euch glücklich machen, weil viele ja schon fordern oder gefordert haben, ja, setz dich doch mal mit Class D-Verstärkern auseinander und was ist denn mit Class D und so weiter. Und das ist tatsächlich ein Class D-Verstärker. Ja, also, er wird dann so in einem der nächsten Videos, werde ich mal über meine ersten ausgiebigeren Langzeiterfahrungen mit einem Class D-Verstärker sprechen. Weil, wie gesagt, das ist wirklich so ein Match, ganz, ganz toll irgendwie funktioniert damit. Und ich werde auch beschreiben, warum, weshalb und wieso. Ja, ne, so viel erstmal zu meinem Selbstbau-Lautsprecher-Projekt. Ich habe den Lautsprecher jetzt die ganze Zeit Pointino genannt. In Wirklichkeit heißt sie gar nicht Pointino. Warte, ich muss mal kurz irgendwie nachgucken. Reveo heißt sie offiziell. Aber ne, wenn ihr Pointino sagt, weiß der Lomasum auch, wovon ihr sprecht. Also, für mich heißt die weiter Pointino, weil den Namen hat Ludger so geprägt. Die ist so im Forum unter Pointino und deswegen werde ich bei dem Namen Pointino auch bleiben. Ja, wie gesagt, insgesamt hat mir Spaß gemacht, Lautsprecher mal wieder selber zu bauen. Hat auch irgendwie Spaß gemacht, was ich halt so Selbstbau nenne. Ich sage es mal, ne, à la Billy-Regal aufbauen. Ich freue mich auch drauf, da in der nächsten Zeit noch ein bisschen dran rumzutüddeln und die noch zu verändern. Also auch wenn wir jetzt über eine Stunde schon sind. Weil ich glaube, die Fragen werden relativ häufig kommen. Was ist denn mit dem Vergleich zum Monitor 1? Ganz anderer Lautsprecher. Also schlicht und ergreifend, es ist einfach ein ganz anderer Lautsprecher. Findest du die Monitor 1 besser oder findest du eine Pointino besser? Ich finde beide gut. Ja, wenn ich vor dem Entweder-Oder stehe, dann ist ja meine Meinung klar. Ich meine, ich glaube, da braucht man dann nicht jetzt irgendwie, ne, das, was soll ich euch dazu sagen? Ich meine, denkt nach. Ne? Also, natürlich, ich bin ein Horn-Fan, ich mag Wirkungsgrad, ich mag Lautsprecher, die mit Röhren gehen und, und. So. Das ist eine andere Schiene, das ist ein anderes Projekt, das macht ganz andere Sachen, das spielt komplett anders. Die Pointino macht Sachen, die ich echt super finde und die eine M1 nicht kann. Punkt. Ja, aber für mich ist das keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern es gibt ja genug Leute, die sagen, Hörner, never ever, kommen mir in 1000 Jahren nicht in mein Wohnzimmer rein. Ja, so, es gibt Leute, die sagen, geschlossene Lautsprecher, alles andere, keine Chance. Geht nicht. Es gibt Leute, die sagen irgendwie, ja, Punktschallquellen finde ich mega. Und, und. Ja, und für die Fraktion ist es, wenn einer sagt, ich will einen dynamischen Lautsprecher, der an der Röhre geht und der mich einmal irgendwie komplett außer Couch prügelt, naja, ich meine, da ist irgendwie dann wohl klar, was man nimmt. Für mich stellt sich die Frage nicht. Für mich stellt sich nicht die Frage, ist eine M1 besser als eine Pointino? Das ist einfach ein komplett anderer Lautsprecher. Ich mag beide. Ich sehe von beiden die Sachen, die sie irgendwie toll können und die sie weniger toll können. Und fertig. Ich nehme das halt einfach so zur Kenntnis und lebe dann damit. Ich glaube, im Moment ist die Pointino noch nicht, die ist noch nicht 100% auf meinen Geschmack ausgedengelt.
Das wird in den nächsten Monaten passieren und die wird irgendwann für meinen Geschmack die Punktlandung sein. Und dann wird das für mich einfach ein seriöser Lautsprecher, ganz normal neben der M1 sein, wo ich sage, ja, die M1 höre ich jeden Tag total gerne und die Pointino aber auch. Die machen nur was anderes. Deswegen, also, ne, das, vergleicht das nicht. Guckt einfach, in welche Richtung sozusagen ihr da tendiert. Also, wo wollt ihr hin? Seid ihr Fans von ne, so einem britischeren Sound und? Wollt ihr einen britischen Lautsprecher mit ein bisschen mehr Pep? Dann ist so eine Pointino deutlich eher auf der Schiene, die ihr da haben wollt. Wollt ihr ein Horn? Wollt ihr was euch richtig Live-Feeling vermittelt und? Naja, ich sag's mal, ich habe gerade über den tollen Bass gesprochen. Ja, der Timing vom Bass ist natürlich ein Traum. Aber wenn ein Trommler in die Bassram reintritt, dann macht ein 20er nicht den Druck wie ein 30er. Ja, also ich sag mal, allein an Power, die sich mal eben so in den Raum vermittelt, ist eine M1 was anderes. Aber von der räumlichen Abbildung, und ich kann mich hier auch irgendwie auf die Couch legen und so weiter, ist eine Pointino was anderes. Deswegen, für mich in meinem Kopf stellt sich die Frage nicht nach besser oder schlechter, sondern das sind einfach unterschiedliche Lautsprecherkonzepte und beide haben absolut ihre Berechtigung. Und was ich persönlich dann bauen würde, das Statement ist ja klar, weil ne, sonst hätten wir das Ding mit der M1 ja gar nicht erst angegangen. In dem Sinne, tada, bleibt mir gewogen und natürlich, wie immer, Glück auf!